Heute wollen wir vom Social Media Team Danke sagen, denn wir in den Werkstätten und auch in den Wohngruppen würden ohne Pflegerinnen und Pfleger dumm aus der Wäsche gucken während einer solchen Krise. Und es gibt noch viel mehr, bei der wir uns bedanken könnten. Und das auch bei TikTok. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ich möchte an Krankenpfleger, Betreuern und allen nochmal Dankeschön sagen. Danke an alle, die in diesen Zeiten, obwohl man eigentlich Abstand halten muss, doch Menschen nahe sind, weil ihre berufliche Aufgabe das fordert. Ich möchte allen danken, die hier in Hefertal die Stellung halten. Ja, hallo zusammen. Auch von mir, dem Buddy, in diesen Zeiten ein Dankeschön an die IT-Abteilung, die unsere Abteilung immer so schön am Laufen hält. Auch in schweren Zeiten sollten wir zusammenhalten. Auch wenn es im Moment schwer ist. Ein ganz großes Dankeschön an alle Mitarbeiter, die in der jetzigen Zeit ihren Dienst schieben, jeden Tag aufs Neue kommen und für unsere Kids und unsere Jugendlichen das möglichst Beste herausholen. Ich möchte allen danken, die unterwegs sind, die arbeiten. Ein Riesendanke an alle Kollegen, die unseren stationären Betrieb aufrechterhalten und da gute Arbeit leisten. Heute möchte ich Danke sagen meinen Mitarbeitern, die in dieser Zeit unermüdlichen Einsatz zeigen. Ich wollte Danke sagen an die Leute, die helfen in diese heutigen schweren Zeiten. Danke an meine Kollegen, die das hier alles an der Stange halten und die positiv gestimmt sind. Danke nochmal dafür. Hier seht ihr mein Dankesvideo im Dankesvideo bei TikTok. When we hit a certain call, when the world must come together as one. Das war's mit dem Video. Lasst uns ein Like da. Und wenn ihr ein Video von uns sehen wollt übers Corona, dann klickt hier oder unten in der Beschreibung. Abonniert uns und bleibt gesund.